des gesamten Universums! Plus minus 15 Meter. Nur aus Neugier. Welche Lüge haben Sie denn Zoni auf Ihrem Rachefeldzug aufgetischt? Rache? Du glaubst, ich hätte das alles nur aus Rache auf mich genommen? Und ich soll ein Egomane sein? Sag mir doch einfach, vorbei ist vorbei. Lawrence! Hinter Ihnen, Sir. Aktiviere die Kugel der gemeinen Bewegungslosigkeit. Soll ich wieder die Mnemonic-Station vorbereiten? Nein, ich habe eine bessere Idee. Aber Sir... Geduld, Lawrence. Wir haben alle Zeit des Universums. Ratchet & Clank, A Crack in Time. Und Clank ist bei sich zu Hause. Der Sohn von Nefarious? Was? Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wer hier seinen Autoschlüssel verliert, findet ihn wahrscheinlich nie wieder. Zu Ratchets Glück war Captain Copernicus Elkwark mit von der Partie. Seine Mission? Den einzigen Freund des Lombax retten. Yep, ohne Clank war Ratchet allein im Universum. Allein. 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 Du weißt, dass das Schiff einen Schleudersitz hat. Sorry, man könnte sagen, dass es mir in den Fingern juckt, bei dem Gedanken wieder im Heldengeschäft zu sein. Diese wilden Pferdchen waren zu lange im Stall. Ja, oh, hi, oh, hi, yeah. Klar, halte einfach die Augen offen. Telvin meint, in diesem Sektor wimmelt es von Söldnern. Ganz ruhig, mein Freund. Meine Wachsamkeit ist ungebrochen und legendär. Achtung, Achtung, nicht identifizierte Anomalie-Agent. Festhalten, leite Ausweichmanöver ein. Das war wohl nix. Oh nein, wir gehen raus, wir sterben. Gut, dass ich saubere Unterwäsche trage. Halt die Klappe! Wir werden nicht sterben. Aphelion, aktivier die Gravimetrik-Stabilisatoren. Negativ. Stabilisatoren inaktiv. Düsen inaktiv. Landeklappen inaktiv. Okay, wir werden also sterben. Ich weiß. So viel zu sauberer Unterwäsche. Wo zum Teufel sind wir? Ach, wer weiß. Vielleicht lüftet sich das Geheimnis bei einem gemütlichen Spaziergang durch diesen Tunnel. Was zum Geier ist passiert? Okay, es wird schon wieder in die Hände gespuckt, Mann. Amagira, als Dankeschön dafür, dass es wieder Ratchet & Clank gibt. Ich werde mir das Ganze auf YouTube anschauen, freue mich genauso wie du auf das Spiel. Habe auch Ratchet & Clank 1 und 2 damals schon auf YouTube geschaut, Mann. Das ist schon sehr lange her. Vielen Dank für deine Unterstützung und viel Spaß natürlich auch weiter mit jetzt sehr, 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 sehr vielen Ratchet & Clank Folgen für dich. Gestrandet auf einem feindlichen Planeten, erkannte Captain Quark, dass ihm auf seiner Rettungsmission das schlimmste, allergrößten Übel gegenüberstand. Die Natur selbst! Die Natur selbst? Ich frage mich eher, was da gerade passiert ist. Na, wir können es uns ja schon denken, ne? Der Titel heißt ja nicht umsonst A Crack in Time. Auf jeden Fall ist die Zeit angehalten, wa? Und warum hauen wir diese lustigen, einäugigen Viecher direkt? Immer dieser Hass. Vielleicht ist es einfach mal clever, sich mit denen anzufreunden.
Habe ich da gerade eine Riesenkiste gesehen? Ist die neu? Das ist so krass ungewohnt, so viele Abenteuer jetzt ohne Clank zu nehmen. Das ist eine Riesenkiste, die ist neu. Alter, aber was für eine heftige Kiste. Ich glaube, wir sollten aber etwas mehr mit Waffen arbeiten. Was haben wir denn an Waffen? Einfach nur normal, ja, weil die müssen wir ja leveln, ne? Ist ja wohl klar, ne? Ratchet, die Natur greift an. Die Natur greift an. Der arme, arme. Größter Superheld der Geschichte. Captain Quark kann sich nicht mehr gegen solche kleinen Viecher wehren. Was ist das? Warte einfach hier. Ich suche dir einen anderen Weg hinüber. Na toll. Der Regen ist jetzt für meine Fackelkette. Ey, der Regen ist richtig hübsch. Hat es jemals in Ratchet & Clank geregnet? Ach so, ja, klar. Geil. Das hat ja mal richtig Stimmung, das Level, oder? Das ist richtig hübsch. Schau mal. Das ist richtig hübsch, oder? Wie groß ist es denn hier überhaupt? Ah ja, grün wird von uns markiert, was wir sehen, oder wie? Offensichtlich. Okay. Oh! Geil. Was ist denn überhaupt der Plan? So, Daniel, yes, yes, yes! Dankeschön für deinen 12. Sub in Folge, Mann. Vielen Dank für ein Jahr Unterstützung hier. Dankeschön. Das ist verdammt clever, dass es deinen tollen Helfer abgibt. Sieh dir nur diese herrliche Eingeborenenkunst an. Ich nehme mal, gehe mal davon aus, dass wir da erst später hinkommen können. Oh, Captain Quark macht tatsächlich mal was. Das glaube ich ja kaum. Quark, siehst du das? Irgendwas stimmt mit diesem Planeten ganz und gar nicht. Es ist so, als wäre die Zeit irgendwie kaputt. Ja. Sagen wir, die Zeit ist kaputt. Ach, guck mal, hier sind einfach so Bolts drin in den Pflanzen. Sehr interessant. Ach, stopp, blöde Tür. Ich suche mir einen anderen Weg. Kommst du klar mit diesen Dingern überall? Bitte, ich werde doch mit ein paar Winzlingen fertig. Wie krass es ist, aber es scheinen wirklich nur diverse Phasen oder Bereiche wirklich von dieser Zeit betroffen zu sein. Und nicht alles. Crazy. Ach, Hilfe, ihre Eltern sind hier. Die Eltern sind hier. Ach, und dann entspringen da nochmal die Kleinen raus. Okay. Stilpunkt erhalten, Schlüsselmeister. Wahrscheinlich wirfe den Schlüssel und treffe drei Gegner gleichzeitig. Oder töte drei gleichzeitig. Glaube ich. Erzfeind. Was, und mein Erzfeind? Kann es sein, dass wir dann da erst mit Clank quasi hinkommen? Das würde wahrscheinlich Sinn machen, ne? Naja, da kommen wir ohne Clank nicht hin. Hat so ein bisschen was von... Weiß auch nicht. Uncharted irgendwie. Vom Flair hier gerade. Oh, Captain Quark ist so gut, ey. So, schauen wir mal ganz kurz, was es hier gibt. Also ganz normal das Missionsding, dann das Menü ist klar. Option, erstmal alles löschen, kein Bock mehr, ne, Spaß. So, Glückwunsch, Meuterer, dein Spielen von Quest for Booty hat dir einen tollen Captain's Hut eingebaut. Oh, das hat was gebracht? Wie cool. Okay, pass auf. Wir haben... Hier, das haben wir bekommen. Schlüsselmeister. Besiege drei Feinde mit einem einzigen Schlüsselwaffen. Na, was sage ich? War ja klar. Stilpunkte nach wie vor werden wir definitiv nicht alle machen. Entwürfe, Sequenzen und Kostüme. Da, geil, das schnelle Schnauzbart gibt's wieder. Dr. Nefarius, ab 40 Golden Bowls. Wie viele Golden Bowls gibt's hier bitte? Oh, geil. Captain Ratchet könnten wir sein, wegen Quest for Booty.
Wir könnten Captain Ratchet sein. Sehr schön. Die Kostüme mal ganz kurz wenigstens gezeigt. 40 Golden Boats. Das klingt nach einer Menge Arbeit für uns. Verflucht viel Arbeit. Besiegt, zieht Captain Quark nun in den Dschungel. Blast in Bereitschaft, gewillt, jedem Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, der seinen Weg kreuzt. So, ein wunderschön. Bei diesem Baby herrscht hinterher Chaos auf dem Schlachtfeld. Oh, eine neue Waffe. Die Konstruktorbombe. Vorschau. Oh, das ist neu. Wenn Sie es leid, für jede Gelegenheit die passende Waffe ja, geil. Zu müssen, Verkaufsfernsehen. Probieren Sie Grummelnets neue Konstruktorreihe und petten Sie Ihr Arsenal auf. Jede Waffe kann mit jeder Konstruktoraufrüstung modifiziert werden. Feuerrate, Munitionstyp, Spezialauslöser. Wovon Sie träumen, Konstrukto liefert es Ihnen. Jetzt in drei Geschmacksrichtungen. Konstrukto Bombenwerfer, Konstrukto Pistole und Konstrukto Flinte. Sehen Sie sich um, Chef. Sie haben das Recht, sich zu schützen. Geil ist das denn? Oh, saugut, ey. Vollgetankt, Chef. Okay, warum auf eine Art der Zerstörung festlegen, wenn man sie alle haben kann? Dieser feuerkräftige Werfer lässt sich mit jeder Konstruktor-Modifikation kombinieren. Ja, ist gekauft, ne? Oh, göttlich, Mr. Zirkon in Kürze. Nice. Die Tür ist offen. Oh, Mann. Also eigentlich nichts anderes als wie die Schmelzgranate, wenn ich das richtig verstanden habe. Lässt sich natürlich wieder sehr gut leveln, direkt hier. Oh ja, oh, Bowls ohne Ende. Hilfe, Hilfe, bitte hilf mir. Meine Kinder, sie sind in Gefahr. Wo liegt denn das Problem, Bürgerin? Zyphoiden. Wir waren oben am Fluss angeln, als sie angriffen. Quark, bleib hier. Ich werde die Kinder retten. Sehr gut, Helfer. Spitzenidee. Ich bleibe hier und halte die Stellung. Da freue ich mich schon sehr auf die anderen Filme, wie zum Beispiel... Mr. Zuckern. Das war ja easy jetzt. Das Kind haben wir aber schnell gerettet, du. Oh, es gibt aber drei. Alles klar. Natürlich geht's dem Kleinen gut. Kamen wir jetzt hierher? Und wenn wir hierher kamen, dann müsste ich da lang gucken erstmal. Aber wir haben ja auch eine Karte, wo die sind scheinbar, die Kinder. Oh. Wir leveln natürlich gleich mal unsere Waffe auf. Wenn's geht. Oh. Perfekt. Wow. Bist du ein echter Lombax? Ich glaube, meine Mama ist hier drüben. Ja, dann geh doch mal zu deiner Mama. So, die Riesenkiste enthält irgendwie was alles, oder wie? Oh, Ladies and Gentlemen, wir haben unseren ersten Golden Bolt. Geil. Geil, unser erster Golden Bolt, Mann! Live Fury, lieber Konstruktor, auch Seraphid Fusion und Nicer Dicer. Mal sehen, was sie noch so im Angebot haben, ja? Dankeschön. So, komm, ab zu deiner Mama. Du hast Brax. Du bist mein Held. Oh, ich weiß. Ich habe Carlo noch nicht gefunden. Carlo finden wir auch gleich. Ich gehe aber kurz eine Munition nachkaufen. Hat er eigentlich die Standardsachen, diese Schuhe oder so? Ne, hat gar nichts. Damit wir das leveln können. Ja, so schnell wie möglich leveln, ihr kennt meine Devise, desto leichter werden die Bossfights. Wobei die Bossfights ja eh schon, also die sind ja eh schon schwierig. Ja, wenn ich an den von Tools of Destruction denke.